Isaac and his mother. So, Part 78. Ich kann das so nicht akzeptieren, was da in Part 77 passiert ist. Das darf echt nicht. Also. Dass wir da am Ende ernst noch. Dass wir da echt noch draufgegangen sind, ne? Bei dem scheiß Fernseher, ey. Ich war echt gut ausgerüstet. Also, dass ich das verkackt habe. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich muss jetzt noch ein Part aufnehmen. Ich werde sonst bekloppt. Okay. Kenne ich noch nicht. Sieht aber interessant aus. Oh, ich verstehe. Wenn man die zusammensetzt. Okay, das könnte sehr interessant werden. So, bevor die praktisch irgendwo explodieren, kann man die immer größer machen, ja? Aha, okay, okay, okay. Könnte interessant werden, keine Ahnung. Wie reagieren die so, wenn die auf Gegner treffen? Ach so, ja gut, aber die schießen. Da brauchen wir, oh, da brauchen wir dringend Shot-Speed-Up. Solche Geschichten. Da brauchen wir dringend sowas wie Shot-Speed-Up und Range und. Das wird sonst sehr ungünstig. Oioioi. Also, gutes, interessantes Item. Ob gut oder nicht, weiß ich noch nicht. Interessant auf jeden Fall. Zwei Probleme, die ich jetzt schon sehe. Die roten Schüsse, die das Ding auffeuert. Ich werde so oft denken, dass die vom Gegner sind. Und ausweichen und sonstiges. Und dann werde ich dafür in den Gegnerschuss reinlaufen. Das ist das erste Problem, was ich sehe. Zweite Problem, wie gesagt, so Range und so ist sehr suboptimal. Ich krieg die ja so nicht. Wo ist denn der jetzt da? Jetzt ist er da. Krieg ich ihn so? Nein, weil er. Also die werden auch nicht getroffen. Gerade so Gegner, die sich schnell bewegen. Die werden davon halt überhaupt nicht wirklich getroffen. Jetzt ist er da oben, jetzt ist er hier, jetzt ist er da. Bis er weg ist, ist er. Oh mein Gott. Jetzt kriege ich ihn. Und dann sind es auch noch. Und dann sind es ist auch noch ein Viech, was so eine. So ein Ding ist. So ein Ding hat. Und das ist jetzt aber scheinbar ein Raum, bei dem die Tür nicht einfach von selbst meint aufzugehen. Wenn man es nicht hinkriegt. Oder darf ich dafür nicht schießen, dass die Tür irgendwann aufgeht? Und dann würde ich jetzt einfach mal probieren auszuhalten. Ich meine, er kann mir ja nichts. Er kann mir nichts, aber ich kann ihm auch nichts. Das ist das Problem. Ja. Jetzt stehen wir da, ne? Okay, der Raum klärt sich nicht von selbst. Ja, ist jetzt doof. Komm, 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 komm. Da muss ich jetzt halt Risiko gehen. Oh, yes. Ey, also es ist ein sehr interessantes Item, aber ich sehe die Probleme, die es bringen wird. Aber grundsätzlich ist es ein interessantes Item. Grundsätzlich ist es ein interessantes Item. Na gut, so. Aber wie gesagt, also Range müssen wir dringend dran arbeiten. Ich hoffe, dass auch mit Shot Speed, dass da einiges mehr dann noch geht. Weil das sind Sachen, die sind gerade so, das ist gerade sehr suboptimal. Okay, da haben wir schon mal. Ey! Ich wollte gerade schon wieder sagen, da haben wir schon mal ein Trinket. Für Dings später. Brauchen wir ja gar nicht. Ich kann es einfach mitnehmen. Ich kann das Trinket einfach mitnehmen. Es ist alles gut, ich kann das Trinket einfach mitnehmen. Ich muss mich nicht um Tainted-Kollegen kümmern. Es geht darum, zu Beast zu kommen. That's all, folks. That's all. Yo!
Ich habe keine Ahnung, was es ist, also werde ich es nicht rerollen. Ich meine, ich bin gerade einfach nur schon gehypt, weil hier einfach ein Item ist. Und wir rankommen. Alleine das hypt mich schon. Und es sieht halt episch aus. Keine Ahnung, was es tut. Es sieht halt schon episch aus. So. Keine Ahnung, was es tut. Ich überlege gerade, wie ich da am besten rangehe. Nee, es kann einfach von unten rein. Kann so sprengen. Kann so sprengen. Ich kann mich an die Batterie noch ran, falls wir rerollen wollen. Zodiac, the heavens will change you. Soll ich nachgucken oder sollen wir einfach mal abwarten? Wir warten mal ab. Ich guck mal noch nichts nach. Ich kenn's noch nicht. Ich kenn's noch nicht. Es sagt mir bisher nichts. Ich könnte jetzt noch versuchen, aber wir lassen das jetzt lieber. Okay, wenn man recht nahe schießt, dann kriegt man die sowieso ganz normal. Dann ist dieser Effekt auch nicht wirklich relevant. Aber wenn man selbst halt, wenn man selbst nicht trifft, dann sind zumindest die Schüsse, die daneben gehen, werden ja irgendwann zu kleineren Treffern. Also das ist schon interessant. Zum Glück sind hier die Gegnerschüsse. Oh, der war nice. Ja, ja, interessanter Kollege, interessanter Kollege. Oh, das ist auch nice. Tiersap ist damit bestimmt auch bestimmt sehr, sehr, sehr nützlich. Da kann man es dann noch größer machen. Achso, okay, es hat eine gewisse Größe, dann geht es nicht mehr weiter. Okay. Ja, ich sehe hier nichts mehr zu tun. Es gibt einen ziemlich sicheren Geheimraum. Den ziemlich sicheren Geheimraum können wir noch aufsprengen. Also der sieht schon sehr sicher aus. Oh, okay, hat sich erledigt. Der Geheimraum, der sicher war, ist überhaupt nicht mehr sicher. Ja, ah, nee, eigentlich kann da auch nicht. Vielleicht da? Also, na, es sind zu viele Möglichkeiten. Ja, okay, jetzt sind es doch zu viele Möglichkeiten für Geheimraum. Lassen wir sein. Mit einer Bombe werde ich da nicht rumexperimentieren. Aber interessant. Interessante Items, die wir da zu Beginn bekommen haben. Ich weiß leider nicht, was dieses Zodiac-Ding macht. Na, ich weiß leider nicht. Ich habe jetzt ein Speed-Up bekommen. Ich habe jetzt einfach ein Speed-Up bekommen. Das habe ich registriert. Ich habe jetzt einfach ein Speed-Up bekommen. Ich wüsste nicht... Scheiße. Ich wüsste nicht, dass ich wegen... Vorsichtig. Meinem Trinket dann in Speedrun bekomme. Deswegen... in Speed-Up bekomme, wollte ich sagen. Nee. Der Cracked Dice ist, glaube ich, irgendwie so, wenn du getroffen wirst, kann ein... irgendein random Würfeleffekt sich auslösen. Und es könnten dann halt auch so Sachen sein wie, yo, du wirst komplett rerollt oder und sowas. Ich glaub's zumindest, ich bin mir jetzt nicht sicher. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht komplett rerollt werden. Ich gehe das Risiko jedenfalls nicht ein. Ist Zodiac vielleicht sowas wie, du kriegst random Stats ab an Beginn jedes Floors oder so? Keine Ahnung. Aber the heavens will change you. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung. Okay, ganz schnell die Feuer weg. Wobei, das dürfte jetzt eigentlich sogar ganz cool sein, wenn ich die da reinschicke, dann macht er einfach alle Feuer auf einmal weg. Ja, nice. Ja, sehr schön. Sehr angenehm. Ich gar nicht so weit rein. Entschuldigung. Oh Gott. Viele, ja, ich wollte es gerade sagen. Viele Gegner bedeutet meistens, ich werde einmal betroffen mindestens. Okay, ich sehe den blauen Stein.
wollen uns aber schön chillig hier erstmal. Du lässt mich schön in Ruhe, mein Freund. Okay, sehr gut. So, wie sprenge ich jetzt am besten? Kann ich irgendwie sprengen, dass ich hier alles wegreise? Ich fürchte, es haut nicht hin. Ich versuch's mal so. Ey, es hat sogar funktioniert. Yo, auch das wird nicht rerollt. Das ist cool. Das ist nämlich mein Shot-Speed-Up. Und damit wird es die ganze Geschichte jetzt nämlich schon besser. Ach, herrlich. Ist es nicht... Sagt dir ein Spiel, also wie zeigt dir ein Spiel den Mittelfinger? Genau so. Genau so. Freust dich über einen Shot Speed Up. Was kriegst du als nächstes? Genau. So ist es. Joker. Wenn ich es richtig verstehe, bringt mich Joker doch immer in den Raum, ich gehe das kurz nachgucken, aber Joker bringt mich in den Satanraum, aber wenn die Chance nur auf Engelraum ist, bringt mich Joker dann eventuell auch in den Engelraum. Nein, teleport to the Devil Room. Okay. Ja, dann ist doof. Da will ich nämlich gar nicht hin. Okay, aber dann haben wir jetzt alles gemacht, was wir machen konnten, ne? Es gäbe wieder eine Möglichkeit für einen Geheimraum. Den kontrollieren wir kurz, die Möglichkeit. Ja, diesmal muss es passen. Diesmal muss es passen. Was? Na gut. Oh, du bist es. Da wurde mir gesagt, ich soll die mal irgendwie anders machen. Ich habe dann so spaßeshalber gesagt, okay, ich greife sie nicht an. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade ausprobieren will. Weil eine Zeit lang die einfach gar nicht angreifen, ist, glaube ich, ziemlich stressig. Weiß nicht, ob ich das jetzt ausprobieren will, bin ich ganz ehrlich. Soll ich die einfach mal nicht angreifen? Oder habe ich sie jetzt schon durch das Angreifen, durch einmal Treffen, habe ich es damit schon kaputt gemacht? Weiß halt nicht. Wir probieren es mal. Solange ich nicht getroffen werde, passiert ja nichts. You what? Und ich bekomme direkt das Item, was ich freigeschaltet habe. You what? Das war richtig nichts zu machen. Okay, du bist ein Spacebar-Item. Was tust du? Also, die geht nach einer Zeit wieder, ne? Haben wir gerade gesehen. Die geht nach einer Zeit wieder. When used, this item calls a friendly version of the Plum Boss to fight you for you for 10 seconds.
Oha! Ich weiß jetzt halt nicht, aber ob ich... Das ist jetzt wieder das Ding. Das ist jetzt wieder das Ding. Jetzt bin ich so wieder in diesem Modus, wo ich sage, was würdet ihr jetzt tun? Nehmt ihr das Ding mit? Oder nehmt ihr das nicht mit? Boah. Boah. Aber ich könnte es halt rerollen und auf was anderes hoffen. Aber ich könnte auch sagen, das ist so mein Bosskampf-Item. Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden die so macht. Ob die gut Schaden macht oder ob das relativ irrelevant ist, was die dann so treibt. Das ist das Ding. Aber ich könnte mir das halt ziemlich cool vorstellen in Kombination mit Batterie-Items. Ne? Wir nehmen die mit, ich probiere die jetzt aus. Ist mir egal, ich probiere die jetzt aus. I don't care. Ich probiere die jetzt aus. I don't care. Jetzt ist der Speed-Up wieder weg, okay. Wo kommen jetzt meine Gift-Trä... Also dann ist Zodiac auch wieder irgend so ein Random-Effekt. Aber aus welchem Pool? Ich hatte einen Speed-Up und jetzt habe ich Gift-Tränen. Also ich wurde jetzt hier nicht komplett rerollt oder sowas, sondern es ist einfach nur ein Random-Effekt. Ich frag mich nur, ob das halt ein Muster gibt, so woher der Random-Effekt kommt. Weil das, die Gift-Tränen sind jetzt ja kein Stats-Up. Ne, die Gift-Tränen sind ja kein Stats-Up. Habe ich gerade schon gesagt, egal. Jetzt ist sie einsatzbereit. Wenn wir den Boss finden würden, würde ich direkt reingehen in die Masse. Aber das ist jetzt nämlich meine Frage. So, was passiert jetzt, wenn ich jetzt Joker aktiviere? Es gibt doch gar keinen Satan-Deal jetzt hier, weil ich habe 0% Satan-Deal-Chance. Okay, Boss. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Ich probiere es aus. Ich will wissen, was die kann. Ich will wissen, was die kann. Wir gehen direkt rein. Mir egal. Ist mir sowas von egal. Wir gehen direkt rein. Ha. Endlich mal getroffen, den Quatsch hier. Oh, das war ein sehr, sehr, sehr wichtiger Geheimraum. Sehr viel nützliches Zeug mitbekommen. Sehr schön. So, okay. Was kannst du so? Plamm. Nee, ich bin zu langsam. Ja, ich glaube schon, dass sie ganz gut Schaden gemacht hat, ne? Okay, der Engelraum kommt eh, von daher brauchen wir Joker gar nicht ausprobieren. Nice. Very, very nice. Ah, ich kann rerollen. Ah, ich kann nicht rerollen. Alles kann man nicht haben. So, aber wir wollen noch den Itemraum haben. Den will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Ohne Itemraum gehe ich nicht aus der Ebene. Oha. Das nehmen wir auch gerne mit. Gar kein Problem.
Hoppala. War nicht so, wie ich wollte. Gerade eben. Oh, wow. Das war jetzt ja nicht so spannend wegen einer Münze. Aber man steckt halt nicht drin. Oh, den. Na gut, aber jetzt. Nee. Nee, nee, wir wollen lieber unsere blauen Herzen behalten. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Also in sowas kann ich reingehen, wenn ich nichts zu verlieren habe oder so. Aber gerade habe ich schon recht viel zu verlieren. Okay, hier geht's auf jeden Fall weiter. Flamme ist wieder einsatzbereit, brauchen wir jetzt aber nicht. Okay. Kannst weg. Jo, du kommst mit. Ich muss jetzt nur ein paar Mal dran denken, dass ich halt loslassen muss, um den auszulösen. Na, das ist das Ding. Das ist was, was ich recht gerne immer mal vergesse. So, ich habe auf ein 7er-Item gehofft. Aber das 7er-Item, was hier ist, ist jetzt nicht gerade das 7er-Item, was ich erwartet habe. Deswegen nehmen wir einfach das blaue Herz mit, sichern unsere roten Herzen weiter ab und verlassen diesen Ort. Rookie. Schade. Zuki. Die Spritze ist nichts für mich. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Was macht Zodiac jetzt? Ich habe Stats Up wieder gesehen am Rand. Ja, irgendwie... Also der Gift-Effekt ist weg. Aber es gab irgendwie andere Stats Ups. Ich hab's nicht so richtig hingeguckt. Also keine Garantie. Und ab jetzt ist aber ja die Sache die... Ne, ab jetzt... Oh mein Gott, vorsichtig, Kollege. Ab jetzt kann halt auch der... Ah, ich habe ja keine Bombe. Ab jetzt kann halt auch der... Ich wollte schon gerade sagen, da ist so wenig los, hier muss ein Pin sein. Was wollte ich denn sagen mit ab jetzt kann halt auch der... Also der Satan-Deal auftauchen. Das heißt, jetzt würde mich Joker wahrscheinlich safe in den Satan-Deal bringen. Was ich aber ja, wie gesagt, gar nicht will. Oh Gott, 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 oh Gott. Brimstone! Nice. Brimstone! Nice. Das war jetzt genau gut, dass der da war. Jetzt könnte ich mir 4 Münzen holen für... Nee. Sollten uns die Münzen mal ausgehen, so... Ach Mann, ich wollte gerade sagen, wir haben gerade so viele blaue Herzen. Da können wir auch mal hier reingehen. Aber jetzt habe ich dieses eine blaue Herz, was ich hier geopfert hätte, gerade schon hier verloren. Sehe ich jetzt nicht mehr ein. Das habe ich mir gerade selber verbaut. Na, also das war gerade richtig schlecht gespielt. Das war insane schlecht gespielt und dann werde ich jetzt nicht den Stachelraum betreten. Curse. Ich will die Fachbegriffe eigentlich sagen. Curse Room. Den werde ich jetzt nicht mehr betreten. Okay, nee, auch das ist nicht der Rede wert. Okay, das Ding ist... Wir müssen im Prinzip den Weg nicht mehr zurückgehen. Ich muss also nur den Weg einmal schaffen, ohne getroffen zu werden. Und hin zu der Tür ist recht einfach. Das sollte hinzukriegen sein. Jo. Jo. Oh, cool. Sehr angenehmer Raum. Einfach mal... Schenkt mir. Oh, und hier ist einfach jetzt beides. Okay. Ach, Mann.
Das sind Schüsse, die ich nie abschätze. Das ist jetzt nicht so gut. Jetzt muss ich leider doch nochmal zurücklaufen. Ah, wir haben on Unknown. Stimmt, wir haben Curse of the Unknown. Ja gut, Risiko. Bitte kein irgend Blödsinn. Collected Tears. Ah ja, ich verstehe. Mit den Tiers, die ich habe. Wir gucken es uns mal an, was es macht. Ich bin jetzt halt echt am Überlegen. Mit den Tiers, die ich habe. Ist das vielleicht stärker als mit Plum? Was meint ihr? Na, ich muss ja nur schießen und es lädt sich auf. Ich kann es die ganze Zeit spammen. Ich würde sagen, das ist effektiver als Plum. So leid mir das für Plum tut. Oh, das ist... Kommt mir gerade, das ist voll gut, dass hier der Geheimraum ist. Weil dann kann ich hier einfach ganz chillig diesen dummen Raum da unten überspringen. Und muss nicht Angst haben. Wieso kann ich zwei was tragen? Welches Item hat denn dafür wieder gesorgt? Oh, nice. Sehr nice. Dann springen wir uns doch gleich mal darüber. Na, aber es ist klar, jetzt wo ich hier Dings habe, muss ich natürlich jetzt alles sprengen mit goldenen Bomben. Muss ich hier mir jetzt ein bisschen aufhalten. So leid mir das tut. Eigentlich tut es mir nicht leid. Ach nee, da kann gar nichts sein, war dumm. Da war der Wunsch jetzt, dass ich mich da in den Raum reinporten könnte, aber... Wallspace? Wallspace? Nein. Oh, ich hatte etwas Angst, dass ich den schief gesprengt habe, aber es wäre nicht weiter schlimm gewesen, weil wir hatten da unten auch nochmal einen Stein gehabt dafür. Wobei, da komme ich ja schon ran. Da komme ich ja schon ran. Okay. Ha! Risiko und das halbe... Nein, das holen wir uns nachher. Ich muss dann nochmal hinlaufen. Sorry. Da muss ich nachher nochmal hinlaufen. Tut mir leid. Da laufe ich nachher nochmal hin. Please don't be mad at me for this decision. Na komm, wir nehmen das jetzt mit. Da muss ich nachher nochmal hingehen. So, jetzt kann man auch noch den Shop drehen. Ach ja, wir sehen ja nichts. Erstmal das ja auf jeden Fall. Im schlimmsten Fall ist es halt jetzt ein Fehlkauf. Ne? Im schlimmsten Fall ist es ein Fehlkauf. Ja. The Char ist grundsätzlich kein schlechtes Item, aber wenn man halt schon ein anderes hat, dann ist das natürlich bevorzugt zu betrachten. So, und hier ist dann der Bosskampf, okay. Dann wollen wir jetzt hoffen, dass wir möglichst gut durchkommen. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Hä, wovon werde ich getroffen?
Wahrscheinlich waren da irgendwo kleine Viecher und ich bin in die reingerannt. Keine Ahnung. Okay, kein Deal ist aufgetaucht. Tier Size und Range Up. Sehr schön. Wie gesagt, kein Deal ist aufgetaucht, aber wir... Ich denke, kämpftechnisch ist es schon gut, mit dem Collected Tears Ding weiterzugehen. Würdet ihr... Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr sagt, das ist die falsche Entscheidung. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber es würde mich natürlich interessieren. Also, dafür hätte ich jetzt auch den Dice liegen lassen. Also, dieses Collected Tears Ding ist halt schon cool. I don't know, ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht. Ich entscheide mich so. Eigentlich wollte ich einen schnellen Run machen. Ich schaffe das immer nicht. Ich brauche mal ewig. Guck mal, wir sind schon bei 30 Minuten. Wir sind gerade mal in Devs 1. Wir sind noch nicht mal in Devs. Wir sind in... Okay, Flooded Caves 2. Wir sind gleich in Devs 1. Ich hab Devs 1 predicted. Zumindest das. So, jetzt wieder gucken, was jetzt passiert. Manche Stats müssten jetzt runtergehen und manche Stats vielleicht wieder rauf. Keine Ahnung. Okay, ich bin jetzt so rötlich. Fast so wie so ein Rage-Effekt. Hilfe. Aua. Ach, ich habe keine goldenen Bomben mehr. Ja gut, aber das hätte ich trotzdem gesprengt. Das hätte ich trotzdem gesprengt, aber ich habe keine goldenen Bomben mehr. Muss ich dran denken. Muss ich dran denken, keine goldenen Bomben mehr, nicht mehr sinnlos Bomben verschwenden jetzt. Haben wir eigentlich eine XL? Nein, wir haben eine normale Ebene. Okay, gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Oha. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der mich trifft. So, wir gehen auf jeden Fall in den Shop. Schlimmstenfalls kommt ein Kampf dabei raus. Bestenfalls sehen wir, was es gibt. Gut. Und das ist ja nicht mal schlimm, wenn ein Kampf dabei rauskommt. Und das Ding ist, je nachdem, wie sich unsere Tränen noch entwickeln, wird ja dieser Char, dieses Collected Tears Ding auch noch besser. Na, angenommen, du hast Brimstone oder so, dann powerst du einfach mit Brimstone hier durch. Das ist halt insane. Ne? Deswegen ist das schon ein gutes Item. Jetzt im Moment ist es schon gut, aber es hat halt noch Potenzial nach oben. Und ich setze aber leider dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit Spacebar spamme, setze ich viel zu wenig meinen Brimstone-kleinen Kollegen ein. Den müsste ich auch viel mehr nutzen. Der würde mir so viel helfen einfach. Der kann so viel machen. Und ich nutze ihn einfach kaum. Schon ein bisschen sad. So. Okay. Oha. Ich warte mal ab, ob wir einen goldenen Schlüssel bekommen, aber ich gehe hier auf jeden Fall noch rein. Aber da würde ich abwarten, ob wir einen goldenen Schlüssel bekommen. Bevor ich da jetzt wirklich drei Schlüssel opfere, vielleicht kriegen wir irgendwo noch einen goldenen Schlüssel. Aber das meine ich, ich könnte hier mit Brimstone direkt einfach durch. Und stattdessen versuche ich ihn irgendwie besonders komisch zu treffen. Halt dumm. Oh, der, ich hasse diesen Raum. Der ist, nicht weil er schwierig ist. Weil ich da immer nach dem Stein gucke und jedes Mal den Stein übersehe. Okay, sieht nichts nach einem speziellen Stein aus. Bosskampf. Da gibt's Regenbogenkacke, die machen wir mal jetzt noch nicht kaputt.
Ja gut, ich meine, mit den Tränen ist es fast nicht zu vermeiden, ne? Ich wollte es nicht, ich habe es extra gesagt, aber... Ja. Dass es halt genau dann passiert, wenn ich es sage, ist natürlich auch wieder... So, Steine gucken. Sieht nicht speziell aus. 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 Sieht auch nicht speziell aus. Gehen wir gleich in den Boss rein? Ich würde sagen, wir gehen gleich in den Boss rein. Itemraum suchen wir nachher. Wohin schieße ich denn das Ding? Ja, ich muss ja nicht so spammen. Ich kann sie immer mal wieder einsetzen. Ich sollte mich mehr auf das Brimstone konzentrieren und ab und zu einfach das Viech spammen. Ich glaube, so ist es am schlauesten. Oh. Ja. Oh Mist, jetzt habe ich ein weißes Herz eingesammelt. Das war ein bisschen zu bald, damit hätte ich noch warten wollen. Aber es ist natürlich cool. Aber jetzt darf ich nicht, jetzt muss ich aufpassen. Muss ich auf mein weißes Herz aufpassen. Ah, ist jetzt dumm, ich wollte es nicht einsammeln. Ich will natürlich noch den Itemraum sehen, das ist klar. Oh, und ich wollte ja auch noch die siehst du, ich habe schon die roten Kisten wieder vergessen. Ich habe die roten Kisten einfach schon wieder vergessen. Da ist der Itemraum, oha. 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 Nee. Okay. Shish. Ja, okay. Dann... Warten wir jetzt keinen goldenen Schlüssel mehr ab. Wir haben 8 Schlüssel. Da kann ich schon mal hier in die Masse reingehen. Eis. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Will ich es nachgucken? Will ich es nehmen? Ich guck's nach. Ich guck's nach. Ihr seid mir bitte nicht böse. Es ist nicht mal ein Repentance-Item. Okay, wenn ich nach Satan suche, kommt's auch gar nicht. Schade, ich dachte, wenn ich über Satan suche, kommt's, weil es ist ein Satan-Raum-Item. Dann schreibe ich mal Deal. Ach, Devil Room heißt das Ding, nicht Satan Room. Ups. Devil Room. Ja, dann ist es doch ein Repentance Item. Ich habe nichts gesagt. A Pound of Flesh. This item causes devil deals to cost money instead of hearts and shop items to cost hearts instead of money. Ah, das vertauscht den devil deal und den shop. Shop items kosten Herzcontainer und Pickups haben dann Stacheln außenrum. Ein Herzcontainer wird zu 15 Münzen im devil deal. Das haben wir freigeschaltet, als wir The Beast mit Kane besiegt haben. Das ist also ein recht neues Item. Aber da wir... Das Ding ist jetzt folgendes. Wir sind in Devs 1. Wir kriegen noch maximal einen Satan-Deal. Dafür werde ich das nicht hergeben. Nice. Da gehen wir kein Risiko ein. Da bin ich ganz ehrlich, da gehen wir kein Risiko ein. Habe ich noch irgendwas hier rumfliegen? Nee, ne? Wir könnten jetzt mit 4 blauen Herzen könnten wir den Stachelraum noch mitnehmen. Oh, ich sehe was.
Das hätte ich fast übersehen. Aber mit 5 blauen Herzen gehen wir erst recht in den Stachelraum. Null. Ja. Es war leider zu erwarten, dass es nutzlos ist. Aber es ist okay. Es ist okay. Ich habe jetzt im Prinzip die Bombe wiederbekommen, die ich geopfert habe, um den Stein zu sprengen, den ich eh fast übersehen hätte. Oh, wir können allerdings jetzt doch noch in den Shop. Ach, da war ja der Kampf. Ja, moin. Da war ja der Kampf. Okay, so. Wir haben... Ich wollte gerade sagen, wir haben ein Teleportations-Item, aber das ist kein gutes Teleportations-Item. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall noch Defool im nächsten Abschnitt holen. Ganz wichtig, Defool zu holen. Aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall unser HP ab. Sehr gut. Wichtig. Richtig und wichtig. So. Wie gesagt, jetzt geht es darum, es ist zum Glück auch kein Fluch. Da habe ich immer Angst vor Curse of the Maze, dass mich das einfach direkt zu Dings bringt. Das wollen wir nicht. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir hier keine... Ach komm! Dass wir hier keine Probleme bekommen. Oh, der hat viel ausgehalten, ne? Das ist das HP, aber ich wollte gerade sagen, das ist doch die HP-Appelle. Ich habe gerade Angst, dass ich nicht den Devil Deal einsetze. So, okay. Ich leg Joker jetzt ab. Ganz ehrlich. Ich leg Joker jetzt ab. Und jetzt haben wir bisher 50% Chance auf Engel oder Teufel-Deal. Sieht doch ganz gut aus. Okay. Herzen liegen genug rum. Curse Room. Nee! Boah, das war super knapp. Das war super knapp. Und hier ist mein Skull. Hier ist mein Skull. Okay. Also jetzt ist es im Prinzip egal, was wir als erstes finden. Ob wir als erstes Mom finden. Jo, der ist mir fast ein bisschen zu fix, ne? Oh mein Gott, yes. Nee, ich hole die Schlüssel, können mich mal. So viel zu den Schlüsseln. Nee, das ist mir hier zu. Da verliere ich nur Herzen. Das muss nicht sein. Das muss echt nicht sein. Sehr schöne Geschichte. Na, jetzt ist egal. Wenn wir erst Mom finden, gehen wir erst zu Mom. Wenn wir erst den Itemraum finden, gehen wir erst in den Itemraum. Ist jetzt völlig wurscht. Ah, wobei ich nicht weiß. Doch, eigentlich müsste der goldene Schlüssel halt. Hä? Ach, ich bin auf die Scheiße. Ich bin auf die Scheiße Spur gelaufen. Wenn ich jetzt so unnötige Treffer manchmal kassieren würde, das ist... Selbst wenn ich viele Herzen habe, ärgert es mich. Weil es halt zeigt, dass ich einfach nicht konzentriert genug spiele. Und wir haben gesehen, der One kann in den oberen Ebenen noch komplett schief laufen. Aber komplett. Ich habe gerade gedacht, das ist ein anderes Item. Die Säumig wollte ich eigentlich nicht unbedingt nehmen. Aber ich schätze, das ist passiert. Oha.
Ich meine, das Interessante ist, dass ich so jetzt diese Dinger schnell zusammenbekomme, so groß wie die sind dann, aber ihr merkt schon, ich werde jetzt so öfter getroffen. Ich sollte mich mehr jetzt auf meinen Brimstone, glaube ich, konzentrieren. War nicht so gut, das mitzunehmen, das wollte ich nicht. Das wollte ich tatsächlich nicht. Was soll's. Ja, und hier ist dann mein Bosskampf. Ja, die Soul Make, ich wollte sie nicht. Es war blöd. Ich dachte, es ist was anderes. Naja, was soll's. Hey, Mom. Naja, weil jetzt hat man halt die Situation, dass eigentlich der Pot, den ich mitgenommen habe, jetzt nicht mehr so effektiv ist. Was ein bisschen ärgerlich ist. Und vor allem für weiter oben damage-technisch ist das jetzt halt nicht die beste Ausgangslage. Ah, ich wollte ihn noch treffen. Nein, der ist weggegangen. Ihr merkt schon, der Kampf geht jetzt echt lange, weil halt der Damage nicht so nice ist. Das ist im Prinzip nicht... wirklich nicht, was ich wollte. Säumig. Ach, ärgerlich. Die einsammeln musste. Echt ärgerlich, dass ich die einsammeln musste. Immerhin gibt es noch einen Engelraum. Und wir könnten theoretisch hier noch blauen Herzen voll bekommen. Jawohl. Gut, dann fuhlen wir uns zurück. Polaroid habe ich, das ist wichtig. So, gibt es hier noch irgendwas zu tun? Cursed Room. Sollen wir Cursed Room gehen? Gehen wir noch kurz Cursed Room, oder? Ja, was kann schon schief gehen? Kann halt ein blaues Herz verlieren am Ende. Beide noch nicht gehabt. Ich setze sie erst in der nächsten Ebene ein. Aus Angst, dass es eine Telepille ist und ich nochmal zum Bosskampf geportet werde. Ich habe ja eh nichts, was ich mitnehmen wollte. Von daher ist das okay. Jetzt kann ich sie einsetzen. Jetzt ist es egal, was es ist. Jetzt ist es egal, was es ist. Okay. So. Naja, wie gesagt, das ist passiert. Mit dem geringen Damage ist halt echt blöd. Scheiße. Es wäre jetzt wirklich gut, einfach schnell... schnell hier rauszukommen aus der Nummer. Ah, mein Gott, das wird kritisch. Vor allem am Ende dann die Kämpfe. Die Säumig ist... das gerne.
Okay. Das ist das erste Mal, dass ich sage, ich wäre bereit, mich komplett rerollen zu lassen. Wir gucken mal, was dieser Raum hier kann. Gucken mal, was der Raum hier kann. Dreierraum. Was macht der Dreierraum? Der Dreierraum ist schon mal kein Reroll von mir. So viel weiß ich. Rerolls all pickups on the floor. Okay, hier liegt eine Bombe und ein Schlüssel. Oh, ich habe eine Bombe und einen Schlüssel dadurch verloren. Na gut. Das hätte halt auch blaues Herz werden können. So, vorsichtig. Zum Glück haben wir Moms Pearl noch und dadurch bekomme ich recht viel blaue Herzen. Das ist schon wichtig. Das ist brutal wichtig. Hier brauchen wir tatsächlich überhaupt nichts. Okay, einfach weiter. Einfach weiter. Ah, das ist halt... Wie sollst du sowas ausweichen? Okay, indem du weit genug weg bist. Verstehe. Ah, der Damage ist so kacke. Ach, Mann. Nein! Auf damit. Mini-Assassin oder was auch immer das sein soll. Okay, Shop. Shop ist gut. Wir haben viel Geld. Also ist Shop gut. Kraftarmband. Wüsste nicht warum. Bossraum. Es ist in Ordnung, weil wir den Itemraum ja dann sowieso noch bekommen. Also wir können erstmal in den Bossraum gehen. Gar nicht. Oh, nice. Das ist gar nicht mal so schlimm. Wir können erstmal in den Bossraum gehen. Ich will nur kurz einen Raum ausprobieren noch. Okay, dann nicht. Wir können erstmal in den Bossraum gehen. Die Geschichte hier clearen. Und den Itemraum kriegen wir ja noch, ne? Den Itemraum, den wir jetzt ausgelassen haben, nehmen wir ja gleich noch mit. Da muss ich jetzt nicht ewig suchen. Und gerade sind die blauen Herzen voll, also werde ich jetzt einfach versuchen, durchzukommen, ohne viele blaue Herzen zu verlieren. So, ich sehe schon was. Was hast du für mich? Ein blaues Herz, okay. Ein blaues Herz kriegen wir schon wieder, wenn wir getroffen werden sollten. Und ab hier ist halt jeder Schaden ein Herz. Das ist das Problem. Uns fehlt halt sowas wie Wafer. Ja, so ein Wafer-Effekt wäre halt noch nice. Oh, hier ist nochmal so ein Stein. Okay. Vielleicht sollte ich die erst sprengen, wenn ich wirklich knapp bin an Herzen. Sonst verliere ich hier Bomben und nutze die am Ende nicht. Okay, nein, ich will erst den Itemraum finden. Okay. Also zweimal getroffen werden wäre sogar in Ordnung. Dann hätte ich die umsonst... Ja, okay. Dann habe ich die nämlich nicht umsonst aufgemacht, die Steine. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Die Psyfly! Ja! Ah, ne, ist sie gar nicht. Scheiße. Ist sie gar nicht. Ich dachte, es ist die Psyfly. Okay, never mind. Schade, vielleicht wäre das andere besser gewesen. Egal. Sah ähnlich aus, ne? Aber war mein Wunschgedanke, so ein bisschen die Psyfly zu bekommen. Aber gut. Boah, aber wir sind damage-technisch jetzt echt scheiße drauf. Ich finde das nicht gut. Ich finde es gerade überhaupt nicht gut, was hier passiert ist. Mit der blöden Säumilk.
Ich meine, das Tiers ist insane. Das Tiers-Up ist... Die Tiers sind dadurch insane. Aber alles andere ist halt scheiße. Man muss es leider so sagen. Bitte nicht treffen. Nein! Treffer kassieren. Keine Treffer kassieren. Und wenn dann bitte mit einem... Okay. Wenn dann bitte mit einem... Mit einem blauen Herz, was wir nachher spawnen. Okay, einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch. Ganz schnell hoch. Ganz schnell hoch. Schön auf Steine gucken. Und ansonsten einfach versuchen, nicht getroffen zu werden. Den Schlüssel. Ist auch in Ordnung, weil vielleicht kommen ja noch Truhen oder sowas, ne? Ist alles okay. Auch das ist voll in Ordnung. Ich gehe nur rein wegen Kreuzsteinchen. Sehe ich aber nichts. Hm. Ich denke gerade nach. Wenn ein Raum komplett scheiße läuft, könnte ich ihn damit halt sozusagen resetten. Könnte ich ihn halt resetten. Und gerade ist halt das Space bei Item jetzt nicht so der Knüller. Wenn wir mal ehrlich sind, oder? Dann würde ich lieber das jetzt mitnehmen und hab halt ein paar Mal die Möglichkeit, einen Raum neu zu starten, wenn er scheiße läuft. Ich glaube, dann konzentriere ich mich nachher auch mehr auf den Brimstone, wenn ich jetzt das Space bei Item rausnehme. Das ist jetzt so ein bisschen psychologische Geschichte auch, weil dann habe ich... Ja. Oh, bitte sei nicht doof. Bitte sei nicht doof. Ja, damit kann ich arbeiten. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Dann konzentriere ich mich tatsächlich mehr auf Brimstone. Weil ich dann die Spacebar nicht die ganze Zeit drücke. Ich würde es mal so probieren. Es ist jetzt nicht die beste Idee wahrscheinlich, aber ich meine, im Moment ist das Spacebar-Item, was wir davor hatten, die Control-Tiers sind halt leider gerade echt nicht nützlich. Weil die halt so wenig Damage machen. Oh, das mit der Säumilk war wieder echt scheiße. Wir probieren es so. Teilt mir mit, ob ihr das auch gemacht habt. Oh, dieses Vieh, ne? Die gehen einfach kaputt, ohne mich zu treffen, danke. Oh Gott, die Vieh. Oh, nee! Okay, wir versuchen erstmal hier oben zu bleiben. Sind da unten auch noch solche Dinger? Nein, jetzt sind nur noch die übrig. Okay, ich könnte so ein bisschen versuchen, die einfach in die Mitte immer zu locken. Und die so zu treffen, ohne selber hinzugehen. Haut das hin? Ja, es haut schon ganz gut hin sogar. Ich kann nur langsam halt meine Schüsse nicht mehr von den Gegnern unterscheiden. Weil... Scheiße. Das war schon wieder blöd. Oh! Er ist auch noch am Start. Er ist ja auch noch am Start. Ihn haben wir auch liegen lassen. Das hätte jetzt irgendwie voll was, wenn wir einfach durch ihn nachher
So, wir haben ihn am Anfang bekommen. Oder sie oder es, wie auch immer. Wir haben es am Anfang bekommen. Verdammt, hier sind so viele Karten. Und Pillen und. Ich hab nur zwei Bomben. Ist irgendwo ein spezieller Stein dabei, der mir die Entscheidung erleichtert? Oh, wir könnten. Ja, scheiße, so viel Zeit muss sein. Wir können gucken, was es ist. Wenn es Kacke ist, dann resette ich einfach den Raum. Okay, The Devil nehme ich mit. The Devil nehme ich mit. Das ist meine Bosskarte. Das ist meine Bosskarte. The Devil ist meine Bosskarte. Nochmal ein bisschen Damage up dann nachher, nehme ich. Okay, bitte geh kaputt, ohne mir groß Schaden zu machen. Oh, es ist so kritisch, es ist so kritisch. Vor allem, jetzt kommt halt dann weiter oben, kommt wieder die ganz andere Kacke. Dieser ganz andere Kacke kommt dann wieder weiter oben. Oh, das haben wir auch liegen lassen. Ganz ehrlich? Ich kann es eigentlich nicht schlimmer machen. Na, vielleicht habe ich jetzt wieder ein bisschen Damage bekommen. Ich habe nicht so drauf geachtet. Ich habe auf jeden Fall HP abbekommen. Da waren HP ab dabei. Sache. Nicht treffen lassen. Ganz wichtig. Gut, dass wir in der Ebene gerade wieder die Giftdinger haben. Die hatten wir vorhin auch auf der Ebene, oder? Kann es sein? Das ist wieder der gleiche. Also es ist jetzt bei der Ebene der gleiche Effekt. Oh Gott, das ist so kritisch. Ich habe nur so Angst, dass sie mich treffen. Okay, der Raum geht jetzt bitte ohne Treffer. Wenn ich da jetzt getroffen werde, das wäre super ärgerlich. Weil es echt ein einfacher Raum ist. Vom Layout her. Okay, das ist schon wieder der Raum, wo ich das letzte Mal gesagt habe, der kommt irgendwie immer wieder vor. Da ist er nämlich schon wieder. Da ist er schon wieder. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier oben Schluss ist. Yes! Ich wollte jetzt nicht noch in diesen großen Raum reingehen. Ich wollte jetzt nicht noch in diesen großen Raum reingehen. Oh lol, hier ist jetzt ja auch noch mein D. Das heißt, ich könnte das jetzt auch noch rerollen und was... Aber dann ist... Oh mein Gott, diese Entscheidungen. Kommt auf dem Rückweg, kommen jetzt die ganzen Items wieder hinterher. Ich nehme jetzt den D6 mit. Sorry, Plum. Sorry, Plummy. Ich reroll dich. Two of Hearts, sehr wichtig. Okay, wir nehmen Two of Spades setze ich ein. Two of Spades setze ich ein. Und dann nehmen wir Two of Hearts mit. Und Devil. Passt's jetzt? Ja, jetzt passt's. Okay, sehr wichtig. Sehr wichtig. Jetzt habe ich im Moment gar kein Space-Bite mehr, was ich einsetzen kann. Und der Gedanke ist,
der Gedanke ist, ich habe doch noch ein Item, mindestens noch ein Item, was ich rerollen kann. Und zwar das Item in der Kiste oben. In der Marm-Box. Da habe ich doch nochmal ein Item, was ich rerollen kann. Sollte es kompletter Müll sein. Das ist der Gedanke gerade. Dieses Tanzapfenviech ist. Macht mich so fertig, ne? Weil die Schüsse sehen wieder fast aus wie meine. Ich weiß nicht, was von mir ist und was von ihm ist. Ich versuche einfach allem auszuweichen, was ich sehe. Okay, das war's. Holy shit. Oh Gott, ey. Wir kriegen auch keine blauen Herzen mehr, ne? So, ich versuche jetzt kleine Räume zu gehen, weil in kleinen Räumen können. Oh boy! Okay, das ging zum Glück schnell. Aber wir müssen leider in den großen Raum, es hilft nichts. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay. Okay, aber das ist ein sehr angenehmer großer Raum. Weil den kann ich von außen, kann ich einfach rein brimstonen. Und die kommen halt auch nicht raus. Die schaffen das gar nicht, da rauszukommen. Die sind da eingesperrt. Das ist ziemlich frech sogar. Na gut, fast eingesperrt. Da käme er raus. Da war eine zweifache Lücke gewesen. So, tschüss. Ich gehe da gar nicht rein. Ich gehe nicht in den Käfig. Könnte knicken. Macht es schön lame von außen. Oh, der ist sogar rausgekommen. Na gut. Weil selbst die kleinen Mistviecher machen halt jetzt ein Herz Schaden. Da muss ich böse aufpassen. Ich will nicht nochmal einen Eisekorn versauen. Ich will nicht noch den dritten. Ich will nicht auch noch den dritten Eisekorn versauen. Wirklich nicht. Noch ein Schlüssel. Ich dachte jetzt, ich werde getroffen. Das wäre es wieder. Okay. Vorsichtig, nicht, dass das. Okay. Hat man noch nicht? Also, wir haben eh recht viel Speed. Ist alles in Ordnung. So, und der D6 ist aufgeladen. Das ist das Ding. Na? Jo, vorsichtig! Kollege. Nice. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt langsam mal der Anfang. So, letzte Ebene. So. Haben wir hier irgendwas liegen lassen? Nee, ne? Ich hoffe jetzt nicht auf dieses dumme Viech, wo die Schüsse an der Wand reflektieren. Das ist so ein frieser Gegner. Ich glaube, dann würde ich wieder versuchen, wenn der kommt, würde ich wieder versuchen, mich mit Bomben... Nein! Wer hat denn die Bombe jetzt weggeschoben? Judgment. Oh mein Gott, wir haben so viele Münzen. Ja, gib mir was Brauchbares. Gib mir was Gescheites. Das Ding folgt mir. Ich werde es rerollen. Ich werde es ziemlich sicher rerollen. Ich gucke nur ganz kurz nach. Das Ding folgt mir und droppt irgendwie Kram, ne? A familiar chest that follows Isaac and has a 25% chance to drop a pickup after clearing a room. Nee. Das rerollen wir. Wir haben ja den D6. Jetzt ist die Frage. Nehme ich das jetzt mit? Nehme ich das jetzt mit? Oder gehe ich einfach noch ein bisschen rum und gucke, ob ich 6 Räume zusammenbekomme? Nee, ich gehe jetzt nicht bewusst in 6 Räume, aber halt bis ich sozusagen zum Licht komme. Und warte so lang noch den Moment. Oder nehmen wir Betrayal mit? Weil gegen einen Boss bringt halt dieser Charmed-Effekt jetzt nicht so krass viel.
Vielleicht findet man noch eine Batterie oder sowas. Ne? Ich würde es jetzt erstmal noch nicht mitnehmen. Shit. Aber ich nehme es natürlich mit, wenn wir jetzt... Also ich werde jetzt nicht extra Räume spielen. Bevor ihr mich falsch versteht. Ich werde jetzt nicht anfangen, extra Räume zu spielen. Oh mein... Gott, hier ist einfach noch einer. Ja, aber der Counter für Penny nützt mir jetzt ja wirklich gar nichts. Ich mache mich nur die ganze Zeit schon bereit, eine Bombe wegzuschießen, falls er eine Bombe droppt. Also eine Trollbombe. Dass er nicht sich selber sprengt. Noch was zum Rerollen. Ganz ehrlich, dann nehme ich jetzt erstmal den Viech da unten mit. Der funktioniert halt auch, wenn ich getroffen werde. Ich will natürlich nicht getroffen werden, aber ich meine, jetzt haben wir schon zwei Items hier auf der Ebene zum Rerollen. Und so viel werde ich gar nicht mehr zusammenbekommen. Das ist das Ding. Ja, lol. Ja, dann nehmen wir es halt einfach mit. Ach, das ist der Quatsch. Ja, dann kriege ich jetzt nicht mal mehr den D6 für das Dings oben zusammen. Ah. Sollte am Ende das hier nützlicher sein. Als ja gut, das Ding ist... das Ding ist, der D6 ist jetzt nicht mehr nützlich. Ich krieg die nicht mehr aufgeladen. Oder kann oben noch eine Batterie? Oben könnte vielleicht eine Batterie sein. Was soll ich mit dem Knockback? Ganz ehrlich. Das ist Schwachsinn. Oben könnte vielleicht... Ich hoffe jetzt, dass oben eine Batterie ist. Und wir den D6 aufladen können und wir dann sozusagen die Box noch resetten können. Ich gehe jetzt nicht in die Räume hier rein. Das traue ich mir. Ich traue mich das nicht. Ich verliere nur wieder meine Herzen und das will ich nicht. Ich verliere nur wieder meine Herzen. Wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Scheiß drauf. Kann die Mom, die Mom's Pearl droppt ja nur, wenn ich einen Raum cleare, ne? Die würde ihm jetzt nicht mal mehr was nützen. Ja. Ich meine, dann ist der Pin besser. Oder? Würde schon sagen. Würde ich schon sagen, dann ist der Pin besser. So, letztes Item. Super. Ja, hätte ich rerollt, wenn ich es gekonnt hätte. Konnte ich nicht mehr rerollen. Okay. Also, Plan. Wir setzen Devil ein. Aber ich hoffe, wir schaffen es erstmal durch den Fernseherkampf. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht beim Fernseher komplett eliminiert. Ey, es ist so kacke. Immer der gleiche Müll. Wenn der halt, ich hoffe, der macht seinen scheiß Brimstone nicht. Das letzte Mal hat mir dieses Brimstone, was der gemacht hat, hat mich einfach komplett gekillt. Hätte er mal den Quatsch gemacht, als ich das Schwert hatte. So, keine Ahnung, wieso der... Ich habe diese Brimstone-Attacke so intensiv letztes Mal noch überhaupt nie wahrgenommen. Guck mal, ich schaffe den Fernseher fast hitfrei. Ja, fast. Aber wisst ihr, was ich meine?
Hier, die Nummer ist durch. Die Nummer ist durch, das war der Fernseher. Das war einfach der scheiß Fernseher. Aua. Aua! Bruder. Diese Dienstattacke ist so krass, ne? Mach die bitte nicht nochmal. Nicht nochmal. Nee. Wie soll ich mit zwei Herzen gegen das Biest ankommen? Scheiße. Ich hab fucking zwei Herzen. Gegen das Biest. Na klar. Na klar. Natürlich. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Jo, was jetzt kaputt? Wo kam das denn her? Hey, wo kommen meine Herzen her? Lul? Hä? Kann mir... Kann mir jemand erklären, wo meine Herzen herkommen? Was? Was ist passiert? Nein, scheiße. Hör auf, dich treffen zu lassen. Nein, Mann, was ist das denn für eine Kacke? Das habe ich ja noch nie gesehen, dieses komische Ding. Scheiße. Der Problemtyp kommt noch. Der mit den... Nein! Alter, ich... Ja, das war's. Ich weiß aber nicht, wo die Herzen herkamen. Also... Keine Ahnung. Ja, das schaffe ich nicht. Wie soll ich denn hier No-Hit... Ja... Daran war nicht ganz nutzlos, weil wir haben dieses Plumpviech freigeschaltet. Aber die Säumilk hat's wieder versaut. Ich bin der Meinung, die Säumilk war der Randkiller. Die hätte ich nicht einsammeln sollen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.